Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog Nachhaltig durch den Monat. Es ist wieder einiges passiert diesen Monat. Wir sind so oft umgezogen. Ich habe wieder ein paar coole Hacks und Tipps und freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Und ja, wenn euch die Themen Nachhaltigkeit und Minimalismus interessieren, abonniert mich gerne. Es ist ganz kostenlos. Unterstützt mich damit. Ihr könnt mich auch gerne euren Freunden empfehlen oder mal irgendwo was teilen auf Instagram oder YouTube. Ich freue mich da wirklich sehr drüber, auch über einen Kommentar, einen Daumen hoch und sonstiges. Und schön, dass ihr wieder dabei seid. Und jetzt ganz viel Spaß. Hallo ihr Lieben, ich möchte ja euch wieder ein Rezept zeigen und das letzte Mal im Video habe ich euch dieses tolle Buch gezeigt. Das habe ich neu mit vielen inspirierenden Rezepten und was mich wirklich irgendwie total fasziniert hat, goldener Süßkartoffel-Tahin-Shake. Tadada! Um die Zubereitung auch ein bisschen nachhaltig zu gestalten, mache ich heute schon dafür die Süßkartoffeln. Ich mache nämlich gleich meine wundervollen Brokkoli-Nuggets im Backofen. Da gebe ich 100 Gramm Süßkartoffeln in der Folie dazu, 40 bis 60 Minuten. Die brauche ich dann nämlich morgen, die müssen abkühlen in den Kühlschrank. Und daraus mache ich dann morgen den Shake, aber ich wollte euch schon mal den ersten Step dafür zeigen. So, Süßkartoffel-Tahin-Shake, die zweite. Ich habe die Süßkartoffeln geröstet. 100 Gramm geschält und da reingetan. Jetzt kommt eine gefrorene Banane dazu. Meine gefrorene Banane kommt doch da rein. Ja. So, da lass. Ich kann aber auch eine essen. Du kannst gleich eine essen. So, das war eine halbe. Ich weiß. Das ist eine ganze. So, du kannst das jetzt essen, wenn du möchtest, die gefrorene Banane. Dann eine Dattel eigentlich. Dann nehme ich den Dattelsirup. So einen Esslöffel. Noch leer. Oh. So, und 200 Milliliter Pflanzenmilch. Und 2 Esslöffel Tahin. Große Löffel sind Esslöffel und kleine Löffel sind Teelöffel. Und jetzt dann noch alle leckeren Gewürze. Da steht irgendwie sowas von Kurkuma-Chai-Gewürz. Habe ich jetzt nicht, deswegen kommt da ein bisschen Kurkuma rein. Und dann kommt da ein bisschen Zimt rein. Da kommt doch kein Zimt rein. Doch, das steht im Rezept. Und dann ein bisschen Kokos. Und noch ein bisschen Schokokakao. So, herrlich. Und zum Schluss nur noch ein Esslöffel Orangensaft. Und dann wird das Ganze gemixt. Ich mach das. So, lala. Einmal probieren. Cheers. Wie schmeckt der? Lecker. Schmeckt lecker? Lecker auch noch trinken. Nee, schmeckt echt voll gut. Ein bisschen süßer könnte er noch sein. Man kann auch Granola reinmachen, ist ziemlich fest, aber es ist wirklich, kann ich mir auch vorstellen, mal als Frühstück mit Granola. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich hatte mich eine Woche nicht gemeldet, weil es bei uns wieder so ein bisschen drunter und drüber zuging. Wir dachten ja, wir können in unser Haus ziehen. Das hat aber nicht funktioniert. Deswegen waren wir jetzt eine Woche in dem Retreat-Haus von unserem Bauunternehmer. Und es war mega schön. So schön hier ist, mitten im Naturpark. Und heute ist wieder Umzugstag. Wir müssen nämlich jetzt nach einer Woche leider raus. Ich habe jetzt auch in der Woche so ein bisschen Urlaub und Ferien mit Alma gemacht, weil die Kinderbetreuung zu hatte. Also ja, es war echt hier wie ein bisschen Urlaub. Mega schön, halt mit Hühnern und riesengroßen Land. Das war richtig, richtig toll. Aber heute müssen wir umziehen. Und wir ziehen nochmal in die Stadt Altschuh City. Da haben wir glücklicherweise eine schwingliche Unterkunft für nochmal 4 Wochen bekommen, aber es hat sich einiges getan in unserem Haus. Wir haben eine Toilette, wir haben Türen, wir haben Waschbecken, eine Toilette fehlt noch, da war irgendwie die Halterung nicht dabei, wir haben eine Duschbrause und ja, es wird. Also wir hoffen eigentlich, dass wir in 2 Wochen dann da einziehen können, aber haben die Wohnung jetzt nochmal für 4 Wochen. Das sind die News und ja, jetzt müssen wir leider umziehen und diesen wunderschönen Ort hier verlassen. Thank you.
Das sind Zuckerblumen, genau. Da muss man hier ein Stückchen wegmachen. Macht ihr das auch? Zuckerblumen, ich kann auch machen. Machst du selber weg? Und dann kann man die ausschlürfen und dann hat man einen kleinen Zuckershot. Fertig. Ich habe gerade den Müll weggebracht und es gibt natürlich auch echt so ein paar Nachteile, nachhaltige Nachteile am Landleben. Es ist halt crazy. In Berlin gehst du über die Straße und hast dein Glasmüll und hier um irgendwie Pappe, Plastik, Glas und auch den normalen Müll wegzubringen, werden mal 5 Minuten mit dem Auto. Das muss schon echt wohl überlegt sein. So, wir widmen uns mal dem Thema Periode. Da erstmal eine Buchempfehlung. Ich habe das Buch schon mal empfohlen, aber ich werde immer wieder danach gefragt und ich kann wirklich den Zykluscode empfehlen. Das ist ein tolles Buch, wonach ich echt mein Leben, meinen Alltag besser verstanden habe, meine Emotionen, meine Gefühle, alles besser einordnen kann und es mir richtig, richtig dolle geholfen hat. Es hat sich in den letzten Jahren so entwickelt, dass ich eigentlich nur noch Periodenunterwäsche trage und da möchte ich jetzt mal einen Bestand ein bisschen aufstocken und diesmal auch schauen, dass die Periodenunterwäsche nachhaltig ist. Im ersten Step war mir halt wichtig, erstmal Binden und Tampons, was ja Müll ist, zu vermeiden. Das ist nämlich wirklich verrückt. Ein menstruierender Mensch verbraucht ungefähr 15.000 Tampons oder Binden in seinem Leben. Ja, und jetzt im zweiten Schritt möchte ich halt auch gucken, dass die Periodenunterwäsche, mit der ich mich aufstocke, nachhaltig ist. Und da bin ich beim Vergleichssieger Taney gelandet. Ohne Chemie, nachhaltig, unvegan. Was das genau bedeutet, 100% vegan, weil sie ohne Tierwolle arbeiten und das Scheren von einem Schaf kann ziemlich grausam und furchtbar für das Tier sein. Ohne Chemie, sie sind aus ökozertifizierten Materialien, ohne Weichmacher und Biozide und sie haben eine super transparente Zertifizierung. Ihr könnt alles selbst nachschauen. Ich packe auch den Link in die Infobox. Da könnt ihr die Zertifizierungs- bzw. Labelnummer prüfen und sehen, dass sie eine echte Ökotex-Zertifizierung haben. Nachhaltig, das hatte ich ja schon kurz erwähnt, weil man circa im Durchschnitt 15.000 Tampons oder Binden in seinem Leben als menstruierender Mensch verbraucht, was richtig irre ist. Und natürlich auch nachhaltig für den Geldbeutel, denn eine Hose kann man ungefähr 3 bis 4 Jahre tragen und sie kommen auch in einer nachhaltigen Verpackung. Hier noch ein paar Fakten von einer ganz interessanten Harvard-Studie. Wenn eine Frau Tampons benutzt, verursacht sie 5,3 Kilogramm des Treibhausgases CO2 pro Jahr. Bei Periodenunterwäsche ist es nur 1,86 Kilogramm pro Jahr. Ich habe unterschiedliche Modelle von Taney getestet, denn ich mag es, unterschiedliche Formen für die unterschiedlichen Phasen meiner Periode zu haben. Tage, an denen ich stark blute, liebe ich zum Beispiel die Panty und Tage, an denen ich eher leicht blute, eher Slips. Die haben alle nicht nur unterschiedliche Formen, sondern auch verschiedene Saugstärken von bis zu 70 Milliliter, was 7 Tampons entspricht. Was ihr noch wissen solltet, vor den ersten Tragen bei 30 Grad waschen. Es wird empfohlen, dass man sie nach 10 bis 12 Stunden wechselt. Ich wechsle sie immer ein bisschen öfters. Danach kurz mit kaltem Wasser ausspülen, damit sich keine Keime bilden. Ihr könnt sie theoretisch bei 60 Grad waschen, aber 40 Grad reichen vollkommen aus, um hygienisch einwandfrei zu sein. Was ich auch echt super finde, dass sie darauf hinweisen, dass die Periodenunterwäsche eben nicht nur für die Periode ist, sondern auch für Frauen mit Blasenschwäche oder im Wochenbett oder auch wenn man beim Sport stark schwitzt. Und das ist jetzt nicht so ein schönes Thema, aber während der Fehlgeburt war ich auch super glücklich, dass ich Periodenunterwäsche hatte, denn an Tampon oder Menstruationstasse war überhaupt nicht zu denken gewesen. Ich habe echt so lange geblutet, dass immer eine Binde auch total unangenehm gewesen wäre. Ich kann sie echt empfehlen, super bequem, man fühlt sich super sicher und ja, ich liebe Periodenunterwäsche. Der Opa hat uns bei seinem Besuch den wunderschönen Gartenzaun so vorbereitet, dass wir den jetzt zu Ende machen können. Ich muss jetzt noch ganz viel Holz sammeln und dran bohren und ich muss noch die ganzen Schnürungen machen. Da wartet noch eine Menge Arbeit, aber ja, das war auch so ein bisschen unser Nachhaltigkeitsprojekt, ganz wenig Holz zu kaufen und vielleicht auch wirklich viel im Wald zu finden dafür und ja, das mit den Schnürungen finde ich auch mega cool. Es ist noch viel Arbeit, aber ich freue mich drauf. Thank you.
aufgefallen, wir sind wieder umgezogen. Wir konnten leider nur eine Woche bei unserem Bauunternehmer im grünen Paradies bleiben. Und die Wohnung ist überraschenderweise, also das Haus ist überraschenderweise noch nicht fertig. Und deswegen haben wir super spontan über Kontakte jetzt dann noch eine kleine Wohnung in Algesur für 4 Wochen gemietet. Und dann muss das aber ein Ende haben, sonst drehe ich durch. Und ja, ich wollte noch ein bisschen was zeigen. Ich habe eine wunderschöne Seite entdeckt. Little Greenie heißen die. Und wir haben jetzt einen Garten und da baue ich ja viel mit Alma an. Und deswegen hat sie zu Osterhasen so ein kleines Gärtnerset bekommen mit Schaufelspaten und Rechen. Und ja, ist eigentlich auch ein Sandspielzeug und damit können wir aber auch schön gärtnern. Ich habe auch Sachen zum Gärtnern bestellt, solche süßen Flowerbombs, die man halt so einpflanzen kann, da kommen Blumen raus. Ich habe Saatsticks und ich habe Bausatz-Samenbomben. Ich glaube, da kann man die selber basteln. Da muss ich mich noch ein bisschen einlesen, aber das gibt's alles auf der Seite. Auch so süßes Saatband, wo man so Karotten und Radieschen anpflanzen kann und finde es richtig, richtig schön. Und es ist auch eine sehr, sehr nachhaltige Seite. Da gibt's halt solche Sachen wie, ja, es ist ja kein Spielzeug, es sind ja eher so Utensilien zum Gärtnern. Sie haben auch Kleider. Ich habe 2 Sachen, ne? Habe ich gekauft. Zu ihrem Geburtstag, leider kam es viel zu spät an, dieses schöne T-Shirt. Und dazu eine passende, die ist jetzt nicht zu, Latzhose. So eine ganz leichte, schöne Latzhose. Und ja, unser Geburtstagsgeschenk an sie war eigentlich die 2 Sachen plus ein Arztkoffer. Ich habe wirklich lange überlegt, was ihr am meisten Spaß macht. Und gerade ist es Arztspielen. Und hier sind halt voll die süßen Dinge drin, alles aus Holz. Einmal so ein Stethoskop zum Abhören. Ein Pulsmessgerät, ein Fieberthermometer, eine Spritze und ich so ein Holzhammer. Weiß gar nicht. Ich glaube, seit ich mit Alma beim Kinderarzt war, habe ich noch nie einen Arzt gesehen, der dieses Ding benutzt hat. Aber es macht ihr wirklich sehr viel Freude und ja, wie gesagt, ich kann die Seite sehr empfehlen. Ich verlinke sie unten einmal. Haben wirklich schöne, nachhaltige Sachen, wenn man es nicht secondhand bekommt oder halt auch vielleicht eine Kleinigkeit neu haben möchte. Ich war auch begeistert von Lupen, die es da gibt, noch Musikinstrumente. Also richtig cool und ja, jetzt steht unserer Permakultur-Gärtner-Karriere eigentlich nichts mehr im Weg. Schlechte Nachricht für euch. Leider gibt es diesen Monat kein minimalistisch durch den Monat, weil ich gar nichts aussortieren kann, weil wir gerade nur aus einem Koffer leben und der Rest ist in unserem Wohnwagen. Aber ich verspreche euch, wenn wir ins Haus ziehen, da kann ich, glaube ich, wöchentlich ein Minimalismus-Video drehen. Da möchte ich auch mitnehmen, was ich wirklich mit ins Haus nehme, was ich weggebe. Und da werde ich mich nochmal von viel, viel, viel trennen wollen und müssen. Ich hatte ja im letzten Video euch schon mal dieses Buch empfohlen. Das ist so ein bisschen ein Nachhaltigkeitskalender. Und da wollte ich immer so ein paar Fakten mal vorlesen. Interessantes Wissen, wie ich finde. Und auch immer mal so eine kleine Challenge vielleicht für euch stellen. Bis zum nächsten Nachhaltigkeitskalender. Durch den Monat Video. Und was ich jetzt erstmal am Anfang gerne machen wollen würde, denn Nachhaltigkeit ist ein Prozess und oft weiß man gar nicht, wie fange ich denn überhaupt an. Und was mir geholfen hat, sich wirklich erstmal einen Bereich auszusuchen. Und ich werde euch jetzt hier mal ein paar schriftlich einblenden und ich möchte gerne, dass ihr mal überlegt, okay, welcher Bereich interessiert mich am meisten, mich mit dem Thema Nachhaltigkeit in diesem Bereich zu beschäftigen. Und schreibt dann auch mal sehr gerne in die Kommentare, dann weiß ich auch, welches Video ich vielleicht demnächst mal drehen werde. Also folgende Begriffe: Ökostrom, grüne Kosmetik und Hygieneprodukte, nachhaltiges Interieur, Zero Waste, Klimapolitik, grüne Finanzen, Urban Gardening und Insektenschutz, regionales Essen, nachhaltige Kleidung, Nachhaltigkeit im Haushalt, nachhaltiges Reisen, Technikalternativen,
nachhaltiges Familienleben. Ich glaube, bei mir ist es wirklich gerade nachhaltiges Familienleben und immer noch einfach Zero Waste Müll, wo es auch geht, irgendwie zu vermeiden. Denn auch ein Fakt aus diesem Buch, das fand ich mega krass, habe ich vorhin erst gelesen, dass 32%, Moment, ich suche es nochmal, damit ich das auch wirklich alles, weltweit gelangt, 32% des gesamten Plastiks in der Umwelt. Und das fand ich wieder so schockierend, dass das glaube ich auch, wenn wir eingezogen sind im Haus, wieder eine ganz, ganz große Challenge wird, noch weniger Müll zu produzieren. Ansonsten sage ich, hey, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Nächste Woche gibt es wieder ein Video. Hier möchte ich euch noch eins empfehlen. Ich habe nämlich mich mal mit Minimalismus wieder beschäftigt und was daran glücklich macht. Und das könnte euch vielleicht auch interessieren. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich über einen Kommentar, Daumen hoch, wenn ihr mich abonniert, weiterempfehlt. Ciao, ciao!